Martin Luther sagte einst, unser Herr hat das Versprechen der Auferstehung nicht nur in Bücher geschrieben, sondern auf jedes Blatt im Frühling. Nach dem Mittagessen macht sich die Herde auf den Weg zur Wasserstelle. Erwachsene Tiere trinken bis zu 500 Liter pro Tag und indem sie ihren Rüssel zusammenrollen und ihre Nasenlöcher verschließen, können sie große Mengen an Flüssigkeit für den sofortigen und zukünftigen Gebrauch speichern. Und irgendwo dazwischen, in meiner Wut und Frustration, wurde mir klar, dass das Leben mehr sein muss, als nur geboren zu werden, älter zu werden und zu sterben. Diese konzentrierten Fäden sind so dicht und fest komprimiert, dass ein einziger Fußabdruck mit etwa 125 Kilometer Myzelfasern in Berührung kommt. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, haben wir im Himmel ein Gebäude von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Seit Darwin haben Biologen Bäume im Allgemeinen als unverbundene Einzelgänger betrachtet. Heute jedoch stellt eine rasch wachsende Zahl von Beweisen diese Theorie in Frage, indem sie riesige Ökosysteme aufdecken, die in kooperativen Beziehungen zusammen gedeihen. Meine Lebensphilosophie basiert auf der Heiligen Schrift und dem Gott, der sie geschrieben hat. Ich weiß, dass er einen Plan für mein Leben hat und durch tägliches Gebet und das Lesen seines Wortes werde ich in der Lage sein, ihn zu erkennen. Ein biologischer Hubschrauber, der nicht nur zum Fliegen gebaut wurde, sondern auch um zukünftige Generationen seiner Art zu sichern. Alle, die an mich glauben, Ströme lebendigen Wassers werden aus ihrem Innern fließen. Das Wasser, das ich gebe, wird ihnen zu einer sprudelnden Quelle werden, die zum ewigen Leben führt.